Herzlich willkommen zur dritten Einheit unseres Seminars zur Frage von Diskursethik versus Ethik der Kontingenz. Heute wird es um einen Text gehen von Jürgen Habermas, ein relativ bekannter Text, ein zentraler Text, und wir behandeln ihn eben genau deshalb, um gewisse Grundbegriffe verstanden zu haben, damit wir uns dann in den nächsten Einheiten eher der Diskursethik widmen können. Dieser Text, das ist so ein kleines Reklambüchlein. Sie haben natürlich den Text im Reader, aber eventuell haben Sie sich auch das angeeignet. Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft stammt von 2001. Vielleicht ganz interessant, Sie finden das direkt auf der ersten Seite, wo Habermas das Vorwort dazu geschrieben hat. Und er schreibt: Mit dem vorliegenden Text habe ich meinem Freunde Thomas McCarthy zum 60. Geburtstag gratuliert. Also ein Text, den er absichtlich zu einem bestimmten Zweck geschrieben hat, indem er aber tatsächlich seine Hauptthesen zusammenfasst. Und dadurch, sage ich gleich, ist der Text natürlich sehr dicht. Es gibt manche Voraussetzungen vielleicht, die man schon verstanden haben muss, aber vor allem Begrifflichkeiten, um dann durch diesen Text navigieren zu können. Diese Begrifflichkeiten werde ich im Ansatz versuchen zu klären. Was uns jetzt hier nicht gelingen wird und auch nicht Ziel dieses Seminars ist, wir können nicht mit Kant natürlich beginnen, mit den Voraussetzungen, bei denen Habermas wiederum ansetzt, und auch auf die ganze philosophische Tradition, an die er anschließt und auf die er sich immer wieder bezieht, so zum Beispiel auf den Pragmatismus und auf einige Debatten, die dort stattgefunden haben zwischen einzelnen Autoren. Auf die können wir natürlich nicht eingehen. Also es geht uns ganz zentral noch einmal einfach darum, die Grundthesen von Habermas, die er hier vertritt, in Bezug auf das kommunikative Handeln verstehen zu können, auch gewisse Begrifflichkeiten besser in den Blick zu kriegen, um dann damit arbeiten und hantieren zu können. Das bezieht sich auch darauf, dass der erste Teil, also sozusagen Kapitel 1, für uns jetzt in diesem Fall wichtiger ist als Kapitel 2, denn da, wie gesagt, setzt er sich hauptsächlich mit einer Tradition auseinander, wo es um die Frage von, um sprachphilosophische Fragen und die Frage von Bedeutung geht. Das ist für uns jetzt in diesem Fall nicht ganz so wichtig. Schauen wir uns mal gleich vorweg den Titel an. Das ist ja, macht schon mal eine gewisse Begriffsklärung notwendig. Heißt eben detranszendentalisierte Vernunft. Was soll das bedeuten? Dazu müssen erst natürlich die beiden Begriffe transzendent und transzendental voneinander unterschieden werden können. Transzendent bedeutet die Grenzen der Erfahrung und der sinnlich erkennbaren Welt überschreitend, also das Übersinnliche, Übernatürliche. Also es geht das, was über unsere Erfahrung hinausgeht und angenommen wird. Ja, in den Transzendenzbereich gehört natürlich auch das Göttliche und so weiter. Das ist natürlich nicht gemeint mit transzendental. Transzendental eben von Kant geprägt, und Habermas bezieht sich auch vor allem bei der Frage nach transzendentalen Kategorien immer wieder auf Kant und bedeutet dort die a priori vorhandenen, allgemein notwendigen Bedingungen der Möglichkeit gegenständlicher Erkenntnis. Also transzendental betrifft sozusagen das, was immer schon a priori gegeben ist in unseren Fähigkeiten, in unseren Möglichkeiten, um überhaupt etwas erkennen zu können. Also wirklich auch etwas, womit vor allem der Mensch sein Bewusstsein und seine Erkenntnis von den Dingen versucht wird einzugrenzen und in den Blick zu kriegen. Und wenn nun Habermas detranszendentalisierte Vernunft wenn er davon spricht, dann meint er damit auch eine gewisse einen Abstand zu nehmen von der Verabsolutierung dieser Fähigkeiten und Möglichkeiten, die der Mensch hat, die bei Kant eben noch absolut gesetzt sind, und historisiert den Vernunftbegriff damit.
Und setzt auch die Vernunft in einen sehr konkreten Bezug zur jeweiligen Lebenswelt. Das heißt, wie gesagt, der Vernunftbegriff wird historisiert und ein Stück weit kulturalisiert. Dennoch gibt es so etwas ja, wie einen Universalisierungsversuch dabei. Aber darauf kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Ja, schauen wir uns mal kurz an, wozu das Ganze sozusagen, wo will Habermas hin? Also ich habe es schon gesagt, er setzt sich natürlich viel mit dem Vernunftbegriff auseinander, denn immerhin seine ganze Theorie beruht natürlich auf einem Vernunftbegriff, auf einem aber kritisch hinterfragten und durchdachten. Und hier sieht er die Vernunft zunächst einmal auf jeden Fall als etwas an, das auf Kommunikation aufbaut und kommunikativ zusammengesetzt ist. Wir werden das eben im Laufe jetzt der Auseinandersetzung hier mit diesem Werk sehen. Es geht ihm ganz zentral darum, dass er nicht die Rationalisierung an sich absolut setzen möchte und die Fähigkeit des Menschen zu einer Rationalität und zu einer Rationalisierung, sondern sein Augenmerk liegt viel mehr darauf, wie wir miteinander kommunizieren, also auf die Artikulation von Gründen und das Argumentieren. Das ist auch etwas, dieser Argumentationsprozess, der wird für ihn auch mehr in den Mittelpunkt rücken als die Frage nach der Wahrheit. Also alles hängt sich auf und entspinnt sich daran nach der Frage, wie diese Argumentationsprozesse ablaufen. Und wie gesagt, das ist einfach ein Schwerpunkt und das sozusagen im Kern macht dann seine Theorie aus. Also wir sehen gleich auch bei den Schwerpunkten, die er setzt, dass er sehr auf Intersubjektivität setzt, also auf die Frage wirklich der Kommunikation zwischen Subjekten. Es geht immer um die sprachlich vermittelte Interaktion, auch natürlich um die Frage von kommunikativer Sozialisation. Und das eben schon durch verständigungsorientierte Interaktion. Das klingt vielleicht jetzt kompliziert, aber im Endeffekt geht es darum, dass sich Menschen verständigen wollen, verstehen wollen und auch ihre soziale Welt und das, was er dann eben im Hinblick auch auf Moral- und Normbegründungen setzt, ja, dass das immer schon kommunikativ ist sowieso, aber eben auch orientiert ist an bestimmten Parametern und dem, was er dann später eben jetzt gleich nennt, die Unterstellungen, die wir dabei machen, wenn wir miteinander kommunizieren und ein bestimmtes Ziel verfolgen. Ja? Also ich glaube, das ist mal gut zu verstehen. Es geht uns ja zentral auch generell in diesem Seminar um einen eben Diskursbegriff und zum Diskurs eben gehören für Habermas, vor allem wenn er gelingen soll und legitimiert sein soll, bestimmte Bedingungen und Unterstellungen, die wir sowieso in jeglicher Art der Kommunikation praktizieren. Darum spricht er auch oft schon vom Performativen, die passieren, die geschehen. Ja? Und das werden wir eben versuchen, in den Blick zu kriegen. Ja, Sie sehen also, es läuft darauf hinaus, dass wir generell nach Übereinstimmung streben, nämlich, und das schon konkret, über Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit. Das sind drei unterschiedliche Begriffe. Zu zweien werden wir, oder wir kommen eigentlich zu allen in gewisser Weise heute. Trotzdem, er natürlich davon ausgeht, dass alles, was sozusagen zwischen Subjekten artikuliert worden ist und auch jeder Konsens und alles, was sozusagen schon worauf wir uns schon geeinigt haben, immer wieder anfechtbar und revidierbar ist und fallibel. Also das nach vorne sozusagen und in die Zukunft und können wir für nichts garantieren, das ist ganz klar. Also wir gehen, das gehört zentral auch zu unserem Bewusstsein und ist auch etwas, das schon unmittelbar gegeben ist dazu, dass wir davon ausgehen sozusagen, dass es nicht für immer sozusagen gerechtfertigbar oder wahr sein muss. Das ist nun mal sozusagen die grobe Richtung, die er hier in diesem Text und generell eben bei seinem Begriff des kommunikativen Handelns ansteuert.
Wie gesagt, Sie können auch immer wieder beim Text natürlich mitlesen. Wie gesagt, vor allem bewegen wir uns im Kapitel 1. Ja, ein Ziel sozusagen oder eine Aufgabe, die er sich gestellt hat und hier erfüllt, ist eben die Transformation, die er auch schon in Bezug auf McCarthy und andere Traditionen schon auch situiert sieht, ist, dass der Vernunftbegriff, also von der reinen Vernunft, wie bei Kant eben, hin zu einer situierten Vernunft entwickelt wird. Ich habe schon von der Lebenswelt gesprochen, also auch bei der Vernunft geht es immer schon um den Rahmen, den Kontext, den Sprachgebrauch und so weiter, in die sie eingebettet ist. Ja. Er nennt das eben auch diese pragmatische Wende des Vernunftbegriffs. Ja. Auf Seite 8 finden die Sie da recht wichtige und zentrale Zitate dazu. Auch natürlich die Hinweise, wie gesagt, auf die Philosophiegeschichte, wie bei Dilthey oder Heidegger, Peirce und bis Dewey, die er immer wieder vornimmt. Und vor allem auf Seite 8 finden Sie eben auch schon das, womit er sich jetzt am meisten auseinandersetzen wird, nämlich diese Voraussetzungen des kommunikativen Handelns, die er hier ganz kurz und knapp schon in einem Satz zusammenfasst, wo es vor allem um diese Unterstellungen geht, die wir eigentlich unbewusst und performativ schon immer vorausschicken bei jeder Art der Kommunikation. Und die sind eben jene, also ich lese Ihnen vielleicht das gesamte Zitat kurz vor. Die gemeinsame Unterstellung einer objektiven Welt, die Rationalität, die sich die handelnden Subjekte gegenseitig unterstellen und die unbedingte Geltung, die sie in Sprechakten für ihre Aussagen beanspruchen. Also das sind mal diese drei Punkte, die er zusammenfasst und wo er sagt, eben das sind die Voraussetzungen des kommunikativen Handelns, ja. Zu allen Punkten werden wir jetzt gleich noch im Detail kommen. Aber natürlich stellt sich vorher jetzt zunächst auch die Frage, was meint er überhaupt mit dem kommunikativen Handeln? Ich meine, das ist ja auch eine interessante Wortkombination. Also es ist kommunikativ und gleichzeitig ein Handeln. Und das findet sich leider im Buch dann erst in Kapitel 2, diese Definition, aber ich habe sie natürlich vorgezogen und die folgt jetzt. Also was ist kommunikatives Handeln? Seine Definition davon ist alles, was sozusagen soziale Interaktionen betrifft, für die der verständigungsorientierte Gebrauch der Sprache eine handlungskoordinierende Rolle übernimmt. Also was kann man sich darunter vorstellen? Alles, sozusagen all die Art und Weise, wie wir kommunizieren, noch gar nicht unbedingt zielgerichtet sozusagen und gesteuert oder strategisch und so weiter, sondern all unser Sprechen ist ja immer auch schon ausgerichtet auf ein mögliches Handeln oder geht mit einem Handeln einher. Und in dem und sozusagen primär in dem Ganzen ist aber auch, dass wir uns verständigen wollen. Also es ist auf jeden Fall nicht unsere Kommunikation, vor allem wenn sie eben die Handlungsmöglichkeiten betrifft, die würde ja niemals auf ein Nichtverstehen, ja, oder ein Unverständnis hin abzielen oder sich orientieren. Ja. Also ich glaube, das kann man sich mal ganz kurz überlegen, ob das tatsächlich stimmt und man kann das auch tatsächlich in Alltagssituationen und Diskursen an sich selbst relativ gut prüfen. Das wird auch eine Frage im Anschluss sein dann, die Sie beantworten bitte und hochladen. Also das ist mal kommunikatives Handeln. Wir sehen also verständigungsorientierter Gebrauch der Sprache eben und schon hin ausgerichtet auf oder bestimmt in Zusammenhang mit einer handlungskoordinierenden Rolle, die diese Sprache übernimmt. Ja, und damit kommen wir eben zu diesen, wie er es ja auf Seite 8, wie gesagt, dargelegt hat, was sind nun diese Unterstellungen, mit denen wir beim kommunikativen Handeln immer schon konfrontiert sind von jeder Seite sozusagen derjenigen, die miteinander kommunizieren.
Hier ist noch eins vielleicht wichtig festzuhalten, das schreibt er explizit auf Seite 11, ja, mit diesem müssen. Also wir müssen das unterstellen, ja, oder solche Unterstellungen vornehmen. Damit, das meint er natürlich nicht normativ im Sinne eines Sollens, wir sollten sie unterstellen, sondern er meint es tatsächlich im Sinne einer Unvermeidlichkeit. Also wir können nicht anders als eben diese Bedingungen des kommunikativen Handelns schon immer vorwegzunehmen und zu unterstellen. Anders geht es gar nicht. Ja? So, was unterstellen wir also jeweils? Wir unterstellen bei jeder Kommunikation eine Welt, also eine Kommunikation, die auf das kommunikative Handeln beruht, eine Welt unabhängig existierender Gegenstände, Punkt 1. Ja? Zu jedem Punkt komme ich gleich. Die Rationalität und Zurechnungsfähigkeit des Gegenübers. Also wir gehen zunächst mal davon aus, dass der andere zurechnungsfähig ist. Es gibt immer zu allem natürlich Ausnahmen, aber sozusagen diese Ausnahmen bestätigen eigentlich nur, dass wir von einer bestimmten Norm ausgehen natürlich. Ja? Denn wenn das unterbrochen wird durch etwas, weil jemand sozusagen aus dieser Rationalität komplett herausfällt, wir haben das sehr oft und ich erinnere auch da an die Studien von Foucault, ja? Das hat sich natürlich über die Geschichte auch erstens verändert, wann wer als rational empfunden worden ist, so wie Frauen generell lange Zeit nicht der Rationalität fähig beurteilt wurden, oder Kinder, bis hin eben zu anderen, die ausgeschlossen werden, weil sie der Rationalität angeblich nicht fähig sind. Also das ist natürlich auch historisch kontingent. Ja? Aber die Unterstellung sozusagen, die machen wir bei jeder Art der Kommunikation, egal wer dann reinfällt und wer nicht, oder wer rausfällt, besser gesagt. Dann unterstellen wir eine Universalität von Wahrheit und moralischer Richtigkeit. Dazu komme ich. Das hat ein bisschen was mit Reichweite zu tun und sozusagen mit dem Anspruch, dass wenn wir uns mal auf eine Moral und Normen geeinigt haben, dass wir beanspruchen, dass sie generell auch noch für einen weiteren Kreis und für mehr Menschen richtig sein könnten. Und sehr anspruchsvolle Argumentationsvoraussetzungen, die wir setzen. Das klingt ein bisschen kompliziert vielleicht, aber das ist genau sozusagen, wie ein rationaler Diskurs eigentlich aufgebaut ist. Da gibt es bestimmte Regeln, denen wir sehr intuitiv folgen. Und wo das Anspruchsvolle darin zum Beispiel ist, auch, dass wir davon ausgehen, dass es eine richtige Position zum Beispiel jenseits von dem, was wir bisher verstanden haben, geben könnte. Das meint er hier mit der Dezentrierung einzelner Deutungsperspektiven. Also wenn ich eine bestimmte Deutung und Deutungsperspektive habe, schließe ich aber eigentlich schon intuitiv nicht aus, ja, dass die auch revidierbar sein könnte. Und dass ich über eine neue Perspektive, eine andere Perspektive und ein anderes Deutungsmuster diese meine überschreiten oder erweitern könnte. Also auch das ist ja schon Teil sozusagen dessen, was überhaupt erst eine Argumentation und einen Austausch verschiedener Deutungsperspektiven zum Beispiel möglich macht. Sonst würde ich von vornherein abblocken natürlich. Ja, ja. Also das sind eben die vier. Und wir werden zu jeder einzelnen werde ich noch kommen. Wenn wir uns eben die Welt, also die Annahme dessen anschauen, was die Welt ist. Die Welt ist eben bei Habermas das Ganze der Gegenstände, die wir annehmen. Dann gibt es hier ein schönes Zitat dazu. Der totalisierende Vorgriff auf das Ganze der Gegenstände möglicher Erfahrung hat eine erkenntnisleitende, keine erkenntnisermöglichende Funktion. Das heißt sozusagen, man sieht, dass das etwas ist, das ist wie ist eine Art regulative Idee, sozusagen wie bei Kant, also es ist so etwas, das einen leitet, dass wir annehmen, dass wir eben das Ganze sozusagen der Welt potenziell in den Blick kriegen könnten. Das heißt eben noch nicht, dass Erkenntnis dadurch möglich ist. Aber die Annahme dessen, die leitet uns in unserem Erkenntnisprozess. Wir werden das gleich jetzt noch besser vielleicht sehen an der Frage, wie das nun aussieht eben mit dieser unterstellten Welt. Also ich denke, das ist ganz gut verständlich, diese unterstellte Welt. Ja. Also vielleicht zum nächsten Mal, Habermas sagt eben, dass wir eine
objektive Welt annehmen und unterstellen, die es sozusagen, die für alle identisch ist und die gegeben ist und auf die wir uns beziehen können. Also jeder Einzelne ist konfiguriert sozusagen und lebt in einem bestimmten Kontext, Umfeld und so weiter. Das ist seine Lebenswelt. Ja? Aber erst dadurch, dass wir uns jeweils auf einen selben Gegenstand beziehen, von dem wir eben annehmen, dass er in dieser objektiven und für alle identischen Welt besteht, können wir miteinander überhaupt kommunizieren und uns austauschen. Das wäre also dieser Bogen da oben, ja, den Sie sehen. Das heißt also, wir kommunizieren sozusagen miteinander schon in der Annahme dieser bestehenden objektiven Welt, auf die wir uns alle beziehen können. Dabei ist für Habermas ganz wichtig, jetzt zu sagen, dass es sozusagen überhaupt keinen Sinn macht, eigentlich diese Frage zu stellen, ja, gibt es jetzt diese objektive Welt wirklich? Also das ist eigentlich überhaupt nicht die Frage, denn natürlich gibt es sowas wie einen Bezug auf Welt außerhalb oder sozusagen unabhängig von meiner Lebenswelt kann es nicht geben. Ja, ich kann sozusagen meine Lebenswelt ja nicht abschütteln, ich kann sie nicht in den Schrank stellen, ja, und mich auf einmal auf eine sozusagen objektive, fast eventuell göttliche Position setzen und das alles beobachten. Also ich bin immer in meiner Lebenswelt und das heißt auch, dass alle Weltbezüge aus meiner Lebenswelt heraus passieren. Das heißt, diese Weltbezüge sind nie kontextfrei. Ja, das ist mal klar. Wie gesagt, darum ist es ja auch eine Unterstellung, eine Unterstellte. Und was bezeichnet er als wirklich? Das ist halt auch ein wichtiger Begriff. Also es hat vielleicht eben nichts, hat eben nichts mit dieser unterstellten objektiven Welt zu tun, sondern wirklich bedeutet eben, oder das Wort wirklich wenden wir an auf alles, was auf ausgesagte Sachverhalte angewandt werden kann. Ja? Also das ganze Bestehen der ausgesagten Sachverhalte, wenn wir uns auf die beziehen, die sind für uns wirklich. Also das ist mal dieser erste Punkt gewesen, wir unterstellen schon mal eine objektive Welt, um überhaupt sozusagen ins kommunikative Handeln kommen zu können. Ja? Dann die zweite Unterstellung ist eben die der Rationalitätsunterstellung. Und hier gibt es auch ganz interessante Aspekte. Also ich glaube, erstens mal ist es recht leicht nachvollziehen zu können, dass wir generell dem anderen unterstellen, er wäre zu einem gewissen Denken und zu einem gewissen Rationalisierungsprozess in der Lage. Ich meine, das merkt man ja schon allein in der Erziehung. Auch da gehen wir schon davon aus, dass die Kinder sozusagen irgendwann zu einer ähnlichen Art und Weise sozusagen der Rationalisierungsmöglichkeiten, wie wir über sie verfügen, verfügen können, vielleicht auch erzogen werden können, ja, und so weiter. Also Sie können sich das alles vorstellen. Ja. Und ganz interessant ist da, dass er eben auch sagt, man macht dann nicht mal eine Unterscheidung zwischen der eine wäre mehr rational oder weniger rational, ich unterstelle dem mehr Rationalität oder weniger Rationalität, ja, weil ja diese Rationalitätsunterstellung nicht auf ein a priori Wissen, wie er sagt, eben beruht, das ich sozusagen habe und das ich dann anwende, sondern sie funktioniert einfach. Ja? Das ist dieser pragmatische Aspekt dieser Theorie. Sie findet einfach statt. Das ist nichts, das wir bewusst sozusagen machen, weil wir über ein bestimmtes Wissen über den anderen verfügen. Ja? Sondern es ist tatsächlich etwas, das einfach geschieht. Also wir nehmen einfach an, dass der andere uns potenziell verstehen kann, sonst würde unser gesamter Diskurs überhaupt gar keinen Sinn machen. Und wenn wir nicht glauben würden, wir könnten hier ähnliche Parameter anlegen, ja, mit einer ähnlich gelagerten eben Rationalität, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht kommunizieren, ja, weil dann hätte das natürlich keinen Sinn. Natürlich kann diese Rationalitätsunterstellung jederzeit auch enttäuscht werden und durchbrochen, und man stößt vielleicht auf eben totales Unverständnis, eben auch bis hin zur absoluten Unmöglichkeit, ein Argument, das man bringt, dass es auch verstanden wird, nachvollzogen wird. Das ist quasi auch so ein Moment der Unterbrechung, ja, und des Bruchs.
Aber auch das verweist nur darauf, dass wir das vorweg eigentlich angenommen haben. Klar, also das ist natürlich eine Bestätigung seiner Theorie. Und über das hinaus gibt es dann so eine gewisse, sagt er, tolerierte Bandbreite, ja, an Abweichungen. Also das ist nicht zu 100% sozusagen in Stein gemeißelt, was rational dann und Rationalität in dem Sinn heißen soll. Also wir haben das eigentlich auch schon in uns, dass wir hier so einen gewissen Unverständnis und Nicht-Nachvollziehbarkeit, ja, wie soll ich sagen, eine Bandbreite übrig lassen, ja, wo wir schon damit rechnen, dass das im Bereich des Möglichen liegt. Ja. Aber es tut nichts, also dem kein Abbruch, dass wir dort dennoch generell diese Rationalität unterstellen. Das nächste ist die Wahrheitsunterstellung. Das ist auch, finde ich, was sehr Interessantes und Spannendes und sollte man sich auch mal selbst überlegen, ob das tatsächlich der Fall ist. Also Wahrheit wird als Eigenschaft eben von Aussagen unterstellt. Das heißt, ganz einfach, es wird eine Aussage getätigt und wir beurteilen sie danach, ob sie wahr oder falsch ist. Ja? Und dabei geht noch etwas einher, nämlich dass wir schon immer voraussetzen oder nur dann etwas als wahr auch akzeptieren, wenn wir davon ausgehen, dass eben die Wahrheit der Aussage auch generell von einem gewissen Publikum erkannt werden kann, eingesehen werden kann, natürlich auch kritisiert, revidiert und so weiter, all das, was eben möglich ist. Also wenn das potenziell geschehen kann. Ja, das ist für ihn wichtig natürlich, weil wir später auch auf diesen Öffentlichkeitsaspekt dann noch gleich zu sprechen kommen. Also später könnte sich natürlich eine Aussage auch wieder als falsch herausstellen. Ja? Und daher ist sozusagen in diesem Sinne, nachdem Habermas in diesem Sinne auch den Wahrheitsbegriff verwendet, vielleicht auch kurz ein Beispiel dazu, das finde ich ganz interessant, können Sie sich auch überlegen, ob das tatsächlich der Fall ist. Man kann das ganz leicht überprüfen, dass wir generell diese Wahrheitsunterstellung machen. Nehmen Sie zum Beispiel an, Sie gehen auf der Straße und fragen jemanden nach der Uhrzeit, dann werden Sie primär nie davon ausgehen, dass Ihnen derjenige etwas Falsches, eine falsche Auskunft gibt. Also rein in unserer gesamten Kommunikation, wie die angelegt ist, gehen wir immer primär davon aus, dass jemand eine wahrhaftige Aussage macht. Das heißt, wahrhaftig in dem Sinn bedeutet, dass er selbst eben davon ausgeht und überzeugt ist, dass es der Wahrheit entspricht. Ja? Und auch noch, dass es, wenn dann diese Aussage, wir vertrauen dem eigentlich unglaublich, weil wenn dann diese Aussage getätigt wurde, und derjenige sozusagen von der Wahrheit ausgeht, gehen wir auch davon aus, dass es eher tatsächlich sozusagen einer Tatsachenwahrheit entspricht. Ja? Also jedenfalls, ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen, gehen wir nicht vom Gegenteil aus. Also dass es sich um eine Unwahrheit handelt. Was, glaube ich, im Bereich sozusagen Social Media und unseren Kommunikations- und Arten und Weisen, die wir in den letzten Jahren eben mehr und mehr pflegen, eventuell nicht unbedingt der Fall ist. Aber darüber könnte man eben diskutieren. Ja? Nachdem aber jetzt sozusagen doch relativ oft bei einem Wahrheitsbegriff sehr oft mitschwingt, als ob es sich um diese absolute Wahrheit handelt, die für immer gültig wäre, ja, verzichtet eben Habermas lieber darauf und spricht eher von der rationalen Akzeptabilität. Das heißt, in dem Sinn ist das so ein bisschen ein reduzierter Wahrheitsbegriff in dem Sinne, dass es eben eine Wahrheit ist, ja, die sich aus einem rationalen Diskurs ergibt oder erschließen lässt. Und natürlich also zu einem gewissen Grad gesichert ist mit all diesen Voraussetzungen und Bedingungen der Kommunikation, die wir hatten, ja, von vielen akzeptiert wird eben als Wahrheit, aber zugleich immer noch offen bleibt in die Zukunft hin, ob sie sich nicht doch revidieren lässt. Das wäre eben sein Begriff der rationalen Akzeptabilität. Das wäre quasi so ein Output eben des rationalen Diskurses.
Ein Zitat dazu von ihm, ein schönes: Es sind allein Argumente, durch die wir uns von der Wahrheit problematischer Aussagen überzeugen lassen. Überzeugend ist, was wir als rational akzeptieren können. Also da haben Sie diese rationale Akzeptabilität drinnen und Sie haben natürlich schon diesen wichtigen Begriff drin, der Überzeugung, ja, die er da in den Vordergrund rückt, wenn er auf Wahrheit Bezug nimmt. Ja. Also es hat sehr viel mit Argumentation, mit Überzeugung zu tun und natürlich damit mit dem rationalen Diskurs. Ja, es gibt dann, das ist sehr interessant natürlich, noch eine zweite Welt, von der er sagt, die ist unterstellt. Also wir hatten die objektive Welt, die Welt der Gegenstände, die wir sozusagen im Außen unterstellen. Es gibt aber auch eben die soziale Welt, mit deren Unterstellung wir immer schon arbeiten. Was ist die? Sie ist das Ganze der möglichen, legitim geregelten interpersonalen Beziehungen, die möglichen normenregulierten Handlungen. Also das ist ganz einfach, also, und das geht jetzt tatsächlich dann in unsere Richtung, denn hier geht es natürlich auch um die Moral, um Moralsetzung, also das, worauf wir uns eben auch geeinigt haben, als moralisch rechtfertigbar. Das sind eben die, wir gehen davon aus, dass es sozusagen dieses Ganze dessen gibt, wie man sich zu verhalten hat. Ja? Eben interpersonale Beziehungen. Alle Normen sozusagen und Regeln, die unser Handeln leiten, weil und auch da sozusagen gehen wir immer schon davon aus, dass es eben das gibt. Das stellt dann ein wichtiges Bezugssystem für uns dar in unserem Sprechen, klarerweise. Ja, mit dem sind wir ja auch natürlich sozialisiert. Er spricht auch hier von Sozialisierung, er bringt auch Traditionen mit ins Spiel und Konventionen und so weiter, ja. Und das ist natürlich für uns ein ganz wichtiges Bezugssystem, genauso quasi, das ist die zweite Schiene, wie die unterstellte objektive Welt eben auch ein notwendiges Bezugssystem ist. Ja? Das sind sozusagen die zwei Bezugssysteme. Und dann, und das wird Ihnen schon aufgefallen sein wahrscheinlich, dann gibt es natürlich noch eine Welt und das ist jetzt die subjektive Welt oder, wie er es eben auch in Bezug auf die Philosophiegeschichte nennt, die Innenwelt. Und diese Innenwelt, ja, ist jetzt aber interessant, die stellt bei Habermas kein Referenzsystem oder Bezugssystem dar, denn ich kann sie ja mit nichts und niemandem irgendwie vergleichen oder abgleichen. Ja? Also es ist auf jeden Fall, natürlich gibt es diese subjektive Welt, aber Habermas definiert die subjektive Welt ex negativo, sprich alles das, was nicht in der objektiven und nicht in der sozialen Welt enthalten ist, das und trotzdem ist, das fällt in die subjektive Welt. Ja? Da gibt es eben kein besonderes Referenz- oder Bezugssystem mehr, das ist dann sehr innerlich. Ja? Das sind also die wichtig, aber nochmal die für uns, nämlich auch, wenn wir dann in Richtung Ethik natürlich denken, die soziale Welt, ja? die ein zweites Bezugssystem zur objektiven Welt darstellt. Ja, und damit kommt er dann eben auch zu der Frage, wie findet dann ein moralischer Lernprozess statt? Das ist für uns auch sehr interessant, wenn wir dann eben Habermas mit Laclau und mit den Konflikttheorien vergleichen werden. Denn, wie soll ich sagen, ja, also Sie werden sehen, bei Habermas, der von sozusagen dieser Idealsituation, der Sprechsituation ausgeht, in der bestimmte Regeln herrschen oder wir zumindest diese Unterstellungen und Vorannahmen schon machen, die sich auch schon aus dem Sprachgebrauch ergeben, ja, der hat einen ziemlichen weich gewaschenen Konfliktbegriff. Denn es ist ja die Idealsituation, die natürlich die er sich hier wünschen würde, damit sozusagen ein legitimer Output hinten rauskommt. Ja. Und darum ist es auch so, dass er sagt, es kann jetzt natürlich sein, dass es mehrere dieser sozialen Welten gibt, mit diesen Normbegründungen und der bestimmten Moral, ja, die vertreten wird und die miteinander in einen Konflikt geraten, weil sie eben noch keinen gemeinsamen Horizont und keinen gemeinsamen Konsens haben. Dann findet da so etwas statt, wie er es nennt, ein Wettbewerb. Also ein Wettbewerb zwischen diesen Ideen der sozialen Welt. Ja. Und auch hier kommt es sozusagen zu einem argumentativen Prozess auch hier sozusagen idealiter, was würde dabei rauskommen? Und da sehen Sie auch diese
diese vorsichtige Terminologie. Ein Konsens natürlich wäre da wünschenswert in der Hinsicht, dass es zu einer perspektivenverschränkenden Erweiterung von Werthorizonten kommt. Husserl, er nimmt einmal auf Husserl Bezug, hat das eben Horizontverschmelzung genannt. Ja. Also Perspektiven, ich muss nicht mal sozusagen das eine gegen das andere austauschen, es ist auch kein Konflikt, in dem das eine unterdrückt wird und das andere dominiert, ja. So wie wir das beim Laclauschen Diskursbegriff natürlich und beim Diskursbegriff von Gramsci immer schon drinnen haben, das ist hier, kommt hier nicht zur Sprache, ist gar nicht Thema, ja, sondern die Perspektiven sind multiple, plural, die verschränken sich und der Werthorizont, der Streit sozusagen, Konflikt um Werte, der stattgefunden hat, wird einfach erweitert. Ja. Auch das natürlich ist die Frage, ob das in irgendeiner Art und Weise möglich ist und ob, das muss man sich eben jeweils anschauen, ob man mit so einem Diskursbegriff überhaupt einverstanden ist, auch wenn Habermas das natürlich immer als ein Ideal markiert, ja, also nicht als real. Ja, und in dem Sinn geht es dann auch, Sie haben übrigens diese Stelle, das hatte ich Ihnen hier gezeigt, also auf Seite 42 da auch sehr zentrale Aussagen dazu. Also da finden Sie das auch. Und er geht eben noch weiter, sodass er dann ab Seite 45 eben diese Voraussetzungen für einen solchen legitimen Argumentationsprozess herausarbeitet nochmal oder zusammenfasst. Ja. Das sind also Kommunikationsbedingungen, die erfüllt, die nicht erfüllt sein müssen in einem normativen Sinn. Das ist natürlich jetzt sehr interessant, denn ich habe es hier unten schon stehen. Er sagt ja, das sind die Kommunikationsbedingungen für das kommunikative Handeln und die sind kontrafaktisch, also die sind so, wie sie gestellt werden, nie zu 100% erfüllbar, das ist uns völlig klar, da kommen wir gleich auch noch dazu, also zu den Beispielen, ja. Aber sie sind operativ wirksam. Also wieder, so wie seine Unterstellungen, das ist jetzt sozusagen bezogen auf den Argumentationsprozess, das war ja sein letzter Punkt dessen, was wir eben immer schon unterstellen. So, wenn wir sozusagen eine Kommunikation als legitim erfahren möchten, dann gehen wir immer schon davon aus, sozusagen, dass das erfüllt ist. Ja? Obwohl es noch einmal auch für Habermas natürlich faktisch nicht der Fall ist. Ja, schauen wir uns das mal genau an. Was sind also diese Kommunikationsbedingungen? Wie gesagt, Seite 45. Erstens also Öffentlichkeit und Inklusion. Das heißt also, so ein Argumentationsprozess ist für uns nur dann legitim, wenn also keine relevanten Positionen schon generell oder vorweg ausgeschlossen werden. Ja? Sondern wenn jeder, der sozusagen ein relevantes Argument zu bringen hat, auch potenziell inkludiert werden kann. Dann gehen wir aus von einer kommunikativen Gleichberechtigung, also dass es auch die gleichen Chancen zur Äußerung und zur Artikulation gibt. Ausgeschlossen wird außerdem Täuschung und Illusion. Das heißt, man geht eben, das ist ähnlich wie bei der Wahrheitsunterstellung, ja, wir gehen also prinzipiell davon aus, dass man meint, was man sagt. Ja, das hatten wir unter dem Begriff auch der Wahrhaftigkeit gefasst. Ja. Eine Seite weiter hinten kommt er dann sogar noch darauf zu sprechen, dass dies auch auf sich selbst bezogen werden muss. Ja. Also, dass wir generell auch kritisch sozusagen uns selbst sind, indem wir Selbsttäuschungen vermeiden wollen. Ja? Also Wahrhaftigkeit sozusagen auch mir selbst gegenüber. Ja? Also das ist schon relativ anspruchsvoll natürlich. Und eben die andere, wie er es nennt, auch eben pragmatische Voraussetzung für einen solchen Argumentationsprozess ist die Zwanglosigkeit. Also ist klar, dass man frei von Restriktionen seine Argumente vorbringen kann und kommunizieren kann. Also vor allem, ich lese das vielleicht noch konkret vor, das ist vielleicht interessant, also die Zwanglosigkeit bezieht sich eben auf die Kommunikation, die frei sein muss von Restriktionen, die verhindern, dass das bessere Argument zum Zuge kommt
und den Ausgang der Diskussion bestimmt. Ja? Also ist klar, also es darf auch das bessere Argument sozusagen dem, das muss auch überhaupt gebracht werden können, ja, damit es sich dann natürlich in diesem Prozess auch durchsetzt. Also das ist eben auch vor allem in Bezug nochmal auf diesen Wettbewerb eben zwischen jetzt sozialen Welten und Wertedifferenzen zu sehen. Quasi diese Horizonterweiterung kann sich sozusagen nur auch ergeben, wenn es sich um eine Art von Kommunikation handelt, die also auf diesen Parametern und Unterstellungen beruht. Wenn dem nicht der Fall ist, kann ich natürlich zu keiner Werteerweiterung kommen, ja, oder Verschmelzung. Sie sehen also, dass das sind jetzt einmal die Voraussetzungen eben des kommunikativen Handelns bei Habermas. Natürlich, wie soll ich sagen, man tendiert sehr schnell dazu, das ist klar, zu sagen, das ist alles ideal. Und was hat das mit der Realität zu tun? Das ist nicht erfüllbar und das findet so auch nicht statt. Darum kann man immer nur wieder betonen, dass er das natürlich genau als solches auch immer wieder explizit macht. Also es ist kontrafaktisch. Aber es geht ja doch darum, was wir immer schon vorausschicken. Also die Bedingungen eben unserer Kommunikation miteinander. Und darauf sollten Sie vielleicht einmal achten und ob dann nicht doch einiges für uns eventuell nachvollziehbar eben sein kann. Also, dass wir generell, nehmen Sie nur dieses Beispiel, davon ausgehen, dass wir vom anderen nicht getäuscht werden. Ja, ist ganz einfach. Dass ich generell davon ausgehe, dass ich zu mir selbst ehrlich bin. Ja, auch wenn, das ist schon klar, es kann immer wieder zu Momenten kommen, wo einem bewusst wird, dass man das nicht ist, aber dann ist das das andere. Also, das ist die Ausnahme. Ja, oder die Überraschung vielleicht. Auch bei der Zwanglosigkeit natürlich. Ja. Also darum habe ich eben zwei Fragen, die sicher sehr persönlich sind, aber und eher ins Praktische gehen. Heute noch im Anschluss möchte ich die stellen und bitte Sie eben, die wieder online zu beantworten. Das sind eben die Fragen, ob Sie generell dieses Argument der jeweiligen Unterstellungen, also die Unterstellungen der Wahrheit eben, aber die, auch dieser Welten, der objektiven und der sozialen Welt und der Rationalität, ob Sie das nachvollziehen können und ob Ihnen da vielleicht auch Beispiele einfallen, Sie sich also in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlen. Und dann würde mich eben noch interessieren, wie schlüssig für Sie die Kommunikationsbedingungen sind der idealen Sprechsituation, die ja also hier am Ende skizziert, die wiederum sozusagen, ja, das ist die Grundannahme, die wir immer schon eben auch vorausschicken, diese Bedingungen. Auch da vielleicht machen Sie sich noch mal kurz Gedanken dazu. Wir werden noch einige Einheiten am Ende haben, die dann rein der Diskussion dienen. Und da können wir natürlich auch all das noch einmal diskutieren. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Einheit.